Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitungspanorama. Heute haben wir für euch in der Sendung «Ein Weg zum Reichtum, ein Weg zur Selbsthilfe». Bevor wir jetzt aber zu unseren beiden Beiträgen kommen, gebe ich zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Es zeichnen sich finanzielle Engpässe ab. Das Budget der Gemeinde Steffisburg schließt im Gesamthaushalt mit einem Fehlbetrag ab. Im allgemeinen Haushalt ist das Ergebnis ausgeglichen. Die Steueranlage und der Ansatz der Liegenschaftssteuer bleiben unverändert. Das Sannenland ist 2021 wieder Veranstalter eines Nachwuchsrennen im Rahmen des Profix Swiss Bike Cup. Die ganze Tour dauert vom März bis im September. Schnee in tiefen Lagen wird zur Rarität. Die Wintertemperaturen in allen hohen Lagen in der Schweiz sind wegen der Klimaerwärmung in den letzten Jahren gestiegen. Für den Wintersport sollte es im Moment in Lagen ab 1500 Meter über Meer aber noch länger, wie die Meteorologen prophezeien. Schon im Alter von 12 Jahren hat Pascal Rubin genau gewusst, was er einmal werden will. In erster Linie reich. Inzwischen hat sich seine Definition von Reichtum allerdings ein bisschen verändert. Er will Arbeitnehmer aufzeigen, wie sie zur finanziellen Unabhängigkeit kommen. Darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben. Meine Kollegin Gina Krückel hat mit ihm geredet und ihn gefragt, was für Tipps das er Arbeitnehmer gibt. Mein Lebensziel ist, dass ich auch anderen Arbeitnehmern zeigen kann, wie man die Endstufe als Arbeitnehmer erreichen kann, also die gewisse finanzielle Freiheit als Arbeitnehmer. Weil wenn man das erreicht hat, muss ich ehrlich gesagt sagen, dann habe ich ein gewisses Lebensziel erreicht. Das kann man erreichen, wenn man einen gewissen Leitfaden hat, zum Beispiel, wenn man weiß, wie das Thema Geld funktioniert und das Thema Mindset, und wenn man weiß, wie das funktioniert, ist das ultimative Fundament, wo dir quasi der sichere Weg zeigt, wie ein roter Faden, wo du aber finanziell frei kannst werden als Arbeitnehmer. Wie ich das Ganze bekomme, das ist etwas speziell. Ich war mal etwas kleiner, jetzt bin ich 25 und mit 13 oder 12 habe ich mal eine gewisse Werbung im Fernsehen von Bodo Schäfer, wo jeder reich sein kann, weil es ist unser Geburtsrecht. Und das war so ein gewisser Gamechanger in meinem Leben. Aber schlussendlich haben wir einfach noch gewisse Sachen zurückgehalten, zum Beispiel wie mein Umfeld und natürlich auch die Familie. Aber schlussendlich, als ich älter geworden bin, habe ich mir überlegt, ich muss irgendwie etwas selber machen, weil ich brenne für etwas und es wäre schön, wenn ich das auch mit anderen teilen kann. Vor ganz anderen Herausforderungen als dem Weg zum Reichtum steht Daniela Wittenbach. Ihr 8-jähriger Sohn ist hochsensibel. Das heisst, sein Hirn lässt alle Informationen ungefiltert rein. Es ist dadurch ständig überreizt. Inzwischen weiss sie ein bisschen, mit dieser besonderen Situation umzugehen, dass sie beide gut durch den Tag kommen. Schwierig bleibt es aber trotzdem. Sie ist jetzt auf der Suche nach anderen betroffenen Eltern, um sich auszutauschen. Und dafür gründet sie eine Selbsthilfegruppe. Ja, ein hochsensibles Kind kann in der Regel die Reize, die auf ihn einströmen, also alle Sinnesorgane riechen und sehen, schmecken, kommt einfach ungefiltert, strömt das auf das Kind ein. Ein normal sensibler Mensch, der filtert, ist das für mich wichtig, geht es mich etwas an und blockt ab. Und das hochsensible Kind, auf den strömt alles ein. Er kann es wie irgendwann nicht mehr verarbeiten. Braucht mehr Pause im Tagesablauf, um eben einfach runterzufahren, um das zu verschaffen. Hochsensible Kinder sind oft auch sehr gewissenhaft und nehmen die Verantwortung wahr, wenn sie es gut machen. Haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja, ich habe schon länger, schon an die 2-3 Jahre gesucht nach anderen Eltern, wo ich mich austauschen könnte, wo ich könnte auch ehrlich sagen könnte, wie es mir manchmal geht, wie ich am Anschlag bin, weil ich nicht mehr weiter weiss. Und habe nichts gefunden, online nicht und auch keine Selbsthilfegruppe, nur für Erwachsene. Und darum habe ich dann, mich entschlossen, selber eine aufzutun. Einfach mein Wunsch ist, dass ich einfach, ohne mich zu schämen, meine Sachen kann sagen, wo ich anstehe und wo man von den Erfahrungen der anderen Eltern einfach kann etwas mitnehmen, profitieren, sich Mut machen, sich einfach helfen durch das. Ja. Ich danke meiner Kollegin Gina Krückel für diesen spannenden Einblick. Bevor wir jetzt zum Wetter kommen, möchte ich euch auch noch einen Einblick geben in eine andere Form von Selbsthilfe.
Nach wie vor ist die Corona-Pandemie hochaktuell. Künstlerinnen und Künstler haben kaum Auftrittsmöglichkeiten. Darum läuft die Jungfrau-Zeitung jetzt eine zweite Runde von ihren Wohnzimmerkonzerten ins Leben. Wir wollen euch einladen, Künstlerinnen und Künstler bei uns zu besuchen und anzuschauen. Zum Beispiel Dan Matt mit seinem Bluesrock im Frachtraum in Thun. Es würde mich freuen, wenn ihr zuschauen könnt. Inzwischen wünsche ich euch schon einen ganz schönen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, am 20. November. Der Tag ist noch grau und ab und zu nass gestartet. In den höheren Lagen hat es auch noch ein paar Schneeschauer gegeben. Heute Morgen der Tag durch ist aber freundlicher geworden. Und der Ausblick aufs Wochenende sieht recht schön aus. Wir haben das Hoch-Udo, das sich hier immer mehr ausbreitet, in Alpenraum und die Luft eben abtrocknet. Nach einer oft schon klaren Nacht ist es morgen am Samstag nach Auflösung von ein bisschen Nebel oder Hochnebel recht sonnig. Sieht also sehr schön aus. Am Morgen aber auch verbreitet frostig kalt. Temperaturen zwischen etwa minus 6 und minus 3 Grad. Am Nachmittag geht es darauf am Thuner und Brienzersee auf rund 5 Grad. Es ist am Nachmittag meistens sonnig mit ein paar Schleierwolken. In den nächsten Tagen ändert sich nicht viel. Es hat zum Teil in den tiefen Lagen, vor allem am Vormittag, ein bisschen Nebel oder Hochnebel. Sonst aber generell bis am kommenden Donnerstag ziemlich sonnig ab und zu. Mit ein paar Wolkenfeldern, die durchziehen und die Temperaturen gehen in der Höhe langsam darauf. Es wird wieder milder auf den Bergen. In den Tälern unten haben wir Maximalwert um die 5 bis 8 Grad. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Ich wünsche weiterhin einen schönen Freitag und ein gutes Wochenende.